HR-Bereiche unserer Unternehmen stehen aus meiner Sicht vor großen Herausforderungen und Umbrüchen. In der Praxis sehen wir es momentan, dass aus Business-Sicht wir häufig das Feedback bekommen, dass wir zu langsam sind, dass wir nicht individualisiert Nutzen generieren und dass wir häufig auch technologisch mit dem Fortschritt nicht mithalten können. Auf der anderen Seite, innerhalb der HR-Organisation sehen wir, dass wir eine hohe Komplexität haben, dass wir viel zu tun haben, dass unsere funktionalen Silo-Strukturen oder auch unser Business-Partner-Modell, in dem wir häufig arbeiten, an die Grenzen kommt, um wirklich Nutzen zu generieren. Und der Traum von Stefan Fischer, der Professor an der Hochschule in Pforzheim ist, und mir, war es immer, eine Alternative zu einem Business-Partner-Modell zu schaffen beziehungsweise ein HR-Modell zu entwickeln, was für eine komplexe Welt geeignet ist. Und das haben wir jetzt in dem Buch Auf dem Weg zur agilen HR-Organisation zusammengeschrieben und endlich abgebildet. In dem Buch findest du eine Übersicht über die aktuell diskutierten HR-Modelle, die Stefan mal ausgearbeitet hat, um die Vor- und die Nachteile gegenüberzustellen. Zusammen haben wir ein neues Modell entwickelt, was sich an Reifegraden orientiert. Das heißt, wir haben mal die relevanten 6 Wertschöpfungsprozesse auf Reifegrade gelegt und auch die HR-Organisationsmodelle anhand von Reifegraden beschrieben. Dazu konnten wir 14 Praxisvertreter und Vertreterinnen gewinnen, die ihre Erfahrungen auf dem Weg zur agilen HR-Organisation in dem Buch beschreiben. Wir konnten große Unternehmen dafür gewinnen, wie eine SAP, Bosch, eine Telekom oder Otto, die von ihren Erfahrungen berichten. Wir haben aber auch viele kleinere mittelständische Unternehmen dabei, die HR auf eine andere Art und Weise gedacht und umgesetzt haben. Eine Metafinanz, eine Zipgate, eine CoC oder eine Ministry Group. Und es sind auch einige mehr dabei. Und all die geben dir Inspiration und Ideen, um deine HR-Organisation optimal für deinen Kontext aufzustellen. Und deswegen mag ich dir Mut machen, in das Buch reinzugucken, dich inspirieren zu lassen, darüber nachzudenken, wie du deine Wirkungskraft mit deiner HR-Organisation weiter steigen kannst, um den Anforderungen in deinem Kontext gerecht zu werden. Viel Spaß beim Lesen.